Wie jedes Jahr ist auch diesen November der Tag der offenen Tür über die Ortwendschule hereingebrochen. Wir gehen jetzt live in das Zentrum der Krise. Wir sind jetzt in der Medienabteilung und wir werden jetzt ein paar Leute interviewen und schauen, was da so vor sich geht. Ich verkaufe Popcorn, das ist interessanter. Filme sind doch eigentlich wurscht, es geht nur ums Popcorn. Also grüß Gott, was sagen Sie zum Tag der offenen Tür? Schauen Sie zu mir, schauen Sie mich an und reden Sie ins Mikro. Jetzt schaut er noch weiter weg. Geil. Also, Herr Mr. Banane, ist Ihnen schon schwindelig? Das sozusagen kann man so sagen. Definitiv. Wir sind auf dem Weg nach draußen zum Buffet. Dem schrottigen Buffet ist der Film und den Buffet der anderen Klassen. Oh mein Gott, welche epische Fahrt über das Buffet. Sehr künstlerisch gestaltet, muss ich sagen. Käse, Nord-Süd ausgerichtet. Naja, es ist schwierig zu sagen, gell? Je nachdem, wie man es hält. Kunst. Danke. Wie geht's Ihnen am Tag der offenen Tür? Ich lebe noch. Danke vielmals. Das gibt's nur exklusiv in der Medienabteilung. Fahrten. Ja, wir haben hier noch ein paar Gäste. Sie kommen mit dem Wagen. Herr Grüß Gott. Ja, also wir moderieren da gerade eine Talkshow. Und die ganzen Idioten zu Hause, die da zuschauen, wir bereichern uns auf deren Kosten. Wir werden immer reicher und die werden immer ärmer. So kann's weitergehen, oder? Linken sehen Sie jetzt gleich den Cinema 4D-Raum. Was machst du gerade? Brille, wie man sieht. Eine 3D-Brille in 3D. Nee, in genau. 3D. Welche Ironie. Morgan, ich mache ein iPhone. Und den Rest des Tages arbeitest du in dem iPhone weiter, dass es vollkommen betriebsfähig ist und so? Wahrscheinlich. Wie schätzen Sie die Krise derzeit ein, die Krisensituation am Tag der offenen Tür? Furchtbar tragisch. Ein Wahnsinn. Man kann kaum noch gehen. Das gehört sich wirklich nicht. Super Krise, die ist überhaupt ganz toll. Sie wirken aber nicht sehr entsetzt. Ja, was soll man machen? Ist das ein Teil der Krise? Das ist ein Teil der Krise. Man resigniert. Resigniese. Ja, das ist wirklich ziemlich schlimm. Also ich war ziemlich schockiert, muss ich sagen, wie ich davon gehört habe. Etwas zu weinen angefangen, hab zu Hause dann geweint. Aber was soll man machen? Krise ist Krise, gibt's überall. Haben Sie auch was zu sagen zu der Krise, die da gerade stattfindet in der Schule? Haben Sie die Frage nicht verstanden, oder? Der Klassenraum der Schüler, hier sehen Sie Schüler sitzen. Also, was genau ist jetzt Ihre Aufgabe da am Tag der offenen Tür? Am Tag der offenen Tür alle Türen geschlossen zu halten. Also, wer hatten Sie dafür eingeteilt? Das war eigentlich der Kollege Reischl. Big Boss. Hier ist jetzt die Fotoabteilung und wir werden sich schauen, wie die Situation hier ausschaut. Also wir lassen uns jetzt fotografieren. Das ist voll cool. Zum Mitnehmen. Einmal zum Mitnehmen, ja. Mit oder ohne Fleisch? Mit Fleisch, aber ohne Schaf. Also, ich bin da gerade in der Sprecherkabine und da ist voll die Kabinenparty drin. Yeah, was denn du da? Kabinenparty! Meine Kabine ist super! Kabinenparty! Jetzt verschwimmen wir ans Ufer! Das war unser exklusiver Bericht direkt aus dem Epizentrum der Krise. Klappe.